kochen, das fällt nicht jedem leicht. Besonders junge Leute verzichten oftmals ganz auf die Arbeit in der Küche und greifen zu Fertigprodukten. Dieses Problem sind Schülerinnen und Schüler der BBS-Wirtschaft in Trier nun angegangen. Sie gründeten eine Schülerfirma im Rahmen des Projektes Junior. Dahinter steckt, dass Schüler im Prinzip die ersten Erfahrungen mit der realen Wirtschaft machen, wie ein Unternehmen so arbeitet, wie die Arbeitsabläufe so sind. Und das passt natürlich zu uns als Wirtschaftsschule sehr gut, weil wir da einfach praktische Erfahrungen auch vermitteln können, was so im normalen Unterricht einfach nicht geht. Und das Besondere ist halt, das reizt auch uns als Lehrer einfach, dass wir unsere Schüler nochmal von der anderen Seite kennenlernen und sie da einfach ihre Stärken auch einbringen können, die so im normalen kaufmännischen Unterricht eben nicht zutage treten würden. Das Jungunternehmen Carlo Trian hat ein Kochbuch entwickelt. Es verspricht schnelle, unkomplizierte und regionale Gerichte. Zu der Idee des Kochbuches kamen die Schülerinnen und Schüler eher zufällig, wie René Werner, der Vorsitzende des Jungunternehmens, erklärt. Also es fand damals im Rahmen dieses Junior-Projekts, haben wir uns eben in Räumlichkeiten der IHK getroffen und bei einem gemeinsamen Brainstorming haben wir dann erstmal Ideen gesucht. Und da war eben diese Geschäftsidee des Kochbuches noch nicht auf dem Plan. Und weil wir eben Hunger hatten und dann die Schulpaten für Verpflegung gesorgt haben, kamen wir so langsam auf die Idee, hey, vielleicht könnten wir ein Kochbuch machen. Und zu Beginn waren natürlich nicht alle damit einverstanden, weil wir eben überhaupt keine Erfahrung mit dem Kochen hatten. Und so langsam wurden wir aber dann warm mit dieser Idee und haben das immer mehr konkretisiert, bis wir dann letztendlich eine Geschäftsidee ausarbeitet hatten, mit der wir alle zufrieden sind. Das Unternehmen hat einen zweiköpfigen Vorstand und ist in Abteilungen gegliedert. Die Finanz-, Marketing-, Technik- und Verwaltungsarbeit ist somit auf die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler verteilt. In gemeinsamen Sitzungen werden die Entscheidungen getroffen und die nötigen Absprachen und Herangehensweisen geklärt. Theresa Losen beschreibt, wie die Gruppe bei der Rezeptfindung vorging. Rezepte von Omas aus der Familie, Lieblingsrezepte, dann wurden die aufgeteilt, jeder hat die gekocht, erstmal für sich selber. Dann wurden sie aufgeteilt zu anderen Leuten, ob diese die auch nachkochen können, ob das Nachkochen überhaupt möglich ist. Und auch vom Zeitaufwand her, weil die Rezepte sind ja nicht nur typisch Trier, sondern auch kurz und einfach. Und ob das auch entspricht, musste alles getestet werden. Natürlich lässt sich so ein Projekt nicht ohne finanzielle Mittel umsetzen. Die Schülerinnen und Schüler sind daher stets auf der Suche nach Förderern. Sogar Günther Jauch unterstützt das Projekt. Es war so, dass wir die Idee schon von Anfang an hatten, ein Weingut da zu integrieren, weil Weine ja sehr gut zum Essen passen und wir hier als Weinregion, da bietet sich das eben sehr an. Und dann haben wir mal dort angefragt bei dem Geschäftsführer Herrn Barth und der fand die Idee grundsätzlich gut, hat dann für uns die Kontaktaufnahme ermöglicht und dann kam es eben zu einem Treffen. Und aus dieser Weingeschichte wurde dann eben die Sache, dass er bei uns Aktionär wurde und einen Anteilsschein erworben hat. Und ja, da sind wir eben sehr stolz drauf, dass das alles geklappt hat. Doch zurück zum Projekt. Dieses hat sich im Laufe der Zeit als eine lehrreiche Angelegenheit herausgestellt. In vielerlei Hinsicht. Die Schülerinnen und Schüler konnten allerlei Erfahrungen sammeln. Neben den Fähigkeiten natürlich, die ich in der Küche erlernt habe, habe ich eben auch gelernt, in Kontakt mit anderen Menschen zu treten, mit Geschäftsleuten. Ich bin auch selbstständiger geworden und muss auch erfahren, wie schmerzvoll es doch sein kann, die Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Und ich denke mal, das macht einen auch rücksichtsvoller und auch erwachsener. Das Projekt läuft noch ein knappes halbes Jahr. Die erste Auflage des Buches ist bereits vergriffen. Eine zweite soll demnächst erscheinen. Auch die Herausgabe eines E-Books ist geplant. Die Schülerinnen und Schüler könnten dadurch ihr Buch bundesweit vertreiben.